Alexander Zverev über das Verhältnis Mutter seines Kindes. Im Oktober 2019 lernten sich Alexander Zverev, 25, und Brenda Patea, 29, in Paris kennen und lieben. Im November bestätigten sie ihre Beziehung im Interview mit Gala. Doch ihre Liebe sollte nicht lange halten. Im Sommer 2020 trennte sich das einstige Traumpaar, trotz Brendas Schwangerschaft. Ich werde alles dafür tun, dass es in einem harmonischen Umfeld aufwächst. Ich bin in der glücklichen Situation, das Kind auch allein aufziehen zu können, sagte Patea danach im Gespräch mit Gala. Und auch Zverev bekräftigte in vielen Interviews, wie sehr er sich auf sein erstes Kind freue. Ich denke, das wird den größten Stellenwert meines Lebens haben. Im März 2021 erblickte dann die kleine Mayla 2, gesund und munter, das Licht der Welt. Mittlerweile ist der Tennisprofi wieder fest liiert, Sofia Tomalla, 33, ist die neue Frau an seiner Seite. Trotzdem spielt Töchterchen Mayla die wohl größte Rolle in seinem Leben, wie der 25-Jährige in seiner neuen RTL Plus Dokumentation Zverev, der Unvollendete, betont. Für die Kleine würde ich alles machen, um ehrlich zu sein. Ich versuche, meine Tochter bei jeder Gelegenheit zu sehen, stellt der Wahlmonegasse klar. Und wie ist das Verhältnis zu Ex-Freundin Brenda Patea, die mit der gemeinsamen Tochter in Berlin lebt? Es ist natürlich nicht einfach. Ich und die Mutter sind getrennt. Aber wir versuchen, ein Verhältnis zu haben, das okay ist, verrät der Sportler offen und ehrlich. Im Gegensatz zu der ehemaligen GNTM-Kandidatin verzichtet Zverev allerdings darauf, Aufnahmen mit seinem Nachwuchs im Netz zu teilen. Fotos von Papa und Tochter sind auf seinem Instagram-Account nicht zu finden. Viel lieber präsentiert sich der Tennisstar mit seiner Freundin Sofia, die beiden sind ein unschlagbares Team geworden. Vor allem durch Zverevs Verletzung im vergangenen Jahr. Die Verletzung hat mich verändert. Ist er sich sicher? Sie hat mir die Chance gegeben zu realisieren, dass es da draußen viel mehr gibt als Tennis. Dazu gehören neben seiner Partnerin seine Tochter, seine Familie und eben auch seine Ex-Freundin, mit der Alexander Zverev für immer verbunden sein wird. Verwendete Quellen: RTL Plus Dokumentation Zverev, der Unvollendete, Instagram.com.